Hallo, ihr wunderbaren Krebsgeborenen und Krebsaszendenten, herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juni 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Juni euren Geburtstag feiert. Liebesgöttin Venus steht noch bis Mitte des Monats sehr charmant in eurem Zeichen und verheißt euch gleich zu Anfang ein traumhaftes Wochenende. Danach ist die Stimmung nicht mehr ganz so ungetrübt, aber Partys, geselliges Zusammensein und Familientreffen stehen unter guten Sternen und daran habt ihr ja immer viel Spaß. Falls ihr euch ein Geburtstagshoroskop mit den Tendenzen für euer neues Lebensjahr gönnen wollt, könnt ihr euch gerne für eine Geburtstagsberatung bei mir melden. Ihr findet mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Uranus-Beratung zu gewinnen. Der Veränderer und Erfinder unter den Planeten ist ja ins Zeichen Stier gewechselt und bildet in den kommenden Jahren einen sehr inspirierenden Aspekt für euch. Was das bedeutet, erfahrt ihr auch in meinem Uranus-Special Wind des Wandels. Da gibt es auch wieder eine Sonderaktion mit einer speziellen Uranus-Beratung. Schaut also mal rein. Mit etwas Glück könnt ihr die Beratung auch in der Verlosung gewinnen und wie ihr daran teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt schauen wir uns die Konstellationen im Juni an. Euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop. Das gibt es als Video und ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Genießt gleich das erste Wochenende im Juni mit traumhaft schönen Sternen, ob für die Liebe, die Romantik oder für ein inniges Zusammensein mit eurer Familie. Wenn ihr alleinstehend seid, sind die Tage ideal für ein Verwöhnwochenende mit Wellness, Schönheitsbehandlungen und Entspannung. Und das sieht man hier wunderschön, die Venus steht hier bei euch im Krebs und bildet ein schönes Harmonie-Dreieck zu Jupiter und Neptun. Das ist einfach traumhaft. Und versucht, diese gute Stimmung in die nächste Woche hineinzutragen, denn da gibt es leider stressige Aspekte auf eurer Beziehungsachse. Ich würde euch raten, keine Problemdiskussionen anzufangen und falls der Partner schwierige Themen ansprechen will, ihn davon charmant abzulenken. Denn solche Themen könnten euch unter die Haut gehen und zu Streitigkeiten führen. Diese heikle Phase dauert bis zur Monatsmitte. Am 13. Juni haben wir dann den Neumond im Zeichen Zwillinge und gleichzeitig wechselt der Merkur in euer Zeichen Krebs, während die Venus in den Löwen weiterwandert. Dieser Neumond fällt in euer 12. Haus und das ist eine sehr spirituelle Konstellation für euch, wo ihr gut in Kontakt mit eurer inneren Stimme kommen könnt, wenn ihr meditiert. Vielleicht könnt ihr euch auch darauf einstimmen, innerlich gelassen zu bleiben, denn während dieser Zeit sind die Konstellationen weiterhin angespannt und können einige Leute sehr reizbar machen. Besonders wenn euer Partner Stier, Löwe, Skorpion oder auch Steinbock oder Wassermann ist, müsst ihr damit rechnen, dass Spannungen in der Luft liegen. Lasst euch nicht provozieren, denn ihr seid empfindsam und es kann euch schon unter die Haut gehen, wenn euer Gegenüber einfach nur wegen einer ganz anderen Sache genervt ist. Ihr solltet ganz charmant darum bitten, dass alle einen höflichen Umgangston einhalten. Aber versucht nicht, in diesen Tagen Grundsatzdiskussionen um Verhaltensweisen zu führen. Das könnte zu Konflikten führen, die dann noch eine Weile weiter brodeln und das braucht ihr wirklich nicht. Zum Glück habt ihr ja weiterhin den Glücksplanet Jupiter hier im Skorpion auf eurer Seite und könnt euch gut selbst beschäftigen mit schönen kreativen Tätigkeiten oder eurem Lieblingssport. Manchmal ist es auch viel besser, sich ohne viele Worte mit dem Partner erotisch zu vergnügen, statt Probleme zu wälzen. Wenn ihr euch im Grunde versteht und liebt, können solche Sachen bis zum Juli warten. Dann stehen die Sterne nämlich viel besser, um verständnisvolle Gespräche zu führen. Der 15. und 16. Juni sind zwei schöne Partytage. Falls ihr also eine Einladung bekommt, solltet ihr unbedingt hingehen. Eine gemeinsame Unternehmung mit netten Leuten bringt euch auf andere Gedanken. Am 21. Juni mittags um 12.07 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in euer Zeichen und dann ist Sommersonnenwende. Die Sonne versorgt euch dann für die kommenden 4 Wochen mit Vitalität und Lebensfreude. Während der Sommersonnenwende haben wir eine sehr starke erotische Spannung am Himmel zwischen Venus und Mars.
hier zu sehen, die intensive Begegnungen verspricht. Wenn ihr also noch Single seid, könnt ihr davon profitieren. Ganz besonders, wenn ihr im Horoskop Planeten im Löwen habt. Das müsste man mal in einer persönlichen Beratung nachschauen oder ihr nehmt an meinem Webinar Antonias Sterne teil. Da können wir uns solche Liebestendenzen ganz genau anschauen. Generell habt ihr ja noch bis November starke Romantikaspekte von Neptun und Jupiter, die besonders für die zweite und dritte Dekade der Krebsgeborenen schöne Liebeschancen anzeigen. Und falls ihr schon in einer Beziehung seid, auch glückliche Unternehmungen, die eure Liebe auffrischen. So habt ihr zum Beispiel in der zweiten Junihälfte sehr schöne Reisesterne oder zumindest könnt ihr gemeinsam mit eurem Schatz Reisepläne machen und dabei schon prickelnde Vorfreude empfinden. In der Nacht zum 27. März beginnt die Rückläufigkeitsphase des Mars und die dauert bis zum 27. August. Wundert euch nicht, wenn in dieser Zeit Menschen auf einmal keine Lust mehr zu etwas haben, was sie mit Begeisterung angefangen hatten. Für euch kann das die feste Partnerschaft betreffen, vielleicht hat euer Schatz einen Durchhänger. Besonders, wenn ihr mit jemandem aus den Zeichen Stier, Löwe, Skorpion oder Wassermann liiert seid. Da braucht ihr Verständnis und ihr solltet solche Sachen nicht persönlich nehmen. Falls ihr eine Liebelei angefangen habt, kann es auch passieren, dass euer Flirtpartner sich zurückzieht und scheinbar die Lust verliert. Doch im Laufe des Septembers kommen viele dieser Dinge wieder in Gang. Deshalb gebt nicht gleich auf. Das Sternzeichen Krebs selbst ist von dieser Konstellation nicht so stark betroffen, es sei denn, ihr habt zum Beispiel Planeten im Löwen, dann werdet ihr den Mars-Aspekt direkt empfangen. Für solche Fragen bin ich dann natürlich in einer Beratung für euch da. Anschließend, am 28. Juni, haben wir dann Vollmond und das könnte für euch eine heikle Phase werden. Der Vollmond findet bei euch auf der Beziehungsachse statt, ist aber leider hier in eurem Partnerhaus mit Saturn verbunden und da kann es sein, dass euch oder eurem Partner auf einmal auffällt, was ihr an eurer Beziehung kritisch seht. Behaltet es für euch, ehrlich. Und wenn der Partner damit anfängt, dann sorgt für eine charmante oder erotische Ablenkung. Man muss wirklich nicht immer alles Kritische gleich ansprechen, was einem so durch den Kopf geht. Schon Anfang Juli gibt es wieder mehr kosmische Harmonie und dann seht ihr die Dinge schon wieder in einem besseren Licht. Das waren eure Konstellationen im Juni. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebes- oder Finanzsituation entwickelt, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel nutzen, um zu erfahren, wo der Wind des Wandels mit Uranus jetzt durch euer Leben weht. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Uranus-Beratung zu gewinnen. Darin erfahrt ihr, welche aufregenden Veränderungen mit Uranus für euer Leben anstehen. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten, konstruktiven Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch unbedingt mein Special über Uranus an, Wind des Wandels. Und, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch meine Videos über Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.